Wo im Haus kann das best verbaut sein? Wo genau Asbest in Ihrem Haus vorkommt, ist nicht pauschal zu beantworten. Asbesthaltige Wälldächer und Nachtspeicheröfen sind vielen bekannt, doch es gibt weitaus mehr mögliche Asbestverstecke in älteren Gebäuden. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Alte Heizkessel oder Boiler im Keller sind leider häufig mit asbesthaltigen Leichtbauplatten isoliert. Das Kritische hieran ist, dass es sich bei diesen Isolierungen oft um schwach gebundene Asbestprodukte handelt. Durch Alterung und äußere Einwirkungen wie beispielsweise Erschütterungen oder mechanische Beschädigung können große Mengen an Asbestfasern in die Raumluft freigesetzt werden. Auch in Wänden kann Asbest stecken, zum Beispiel in Putz- und Spachtelmassen, Fliesenkleber, Farben, Lacken oder Schalter- und Elektroisolation. Ältere elektrische Geräte wie Toaster, Herdplatten, Waffeleisen, Lockenstäbe und Bügeleisen können ebenfalls mit Asbestpappe isoliert sein. Weitere typische Asbestverstecke zeigen wir Ihnen in der anschaulichen Infografik auf unserer Homepage. Den Link haben wir für Sie in der Infobox des Videos bereitgestellt. Neben Infos zu Materialeigenschaften und Asbestgehalt bietet die Infografik viele Beispielbilder, die Ihnen bei der Identifikation potenzieller Asbestfundorte daheim helfen können. Gewissheit bringt natürlich erst der Asbesttest. Machen Sie sich schlau vom Umbau. Ihre Analyse können Sie einfach online anfordern auf www.crb-gmbh.com.